Frau Dieger kommt aus einer großbürgerlich adligen Familie aus dem Piemont. Der Vater Oreste Bordiga ist ein führender Agrarökonom und Professor in Neapel, deshalb wird er Bordiga auch geboren. Also seine Herkunft ist großbürgerlich. Ich denke, die Art von Sicherheit, die man als großbürgerlich adliger Spross mitbekommt, also was die Lebensperspektive, den Lebenswurf betrifft, das hat sicherlich auch seine Haltung im Inneren geprägt. Also ich will das jetzt nicht so sehr biografisch psychologisieren, aber jeder, der einmal auf seine eigene Biografie guckt, entdeckt sozusagen die Macht der Familie und der Herkunft. Er hat den Marxismus in den Oberklassen seiner Schullaufbahn, also so, ich weiß nicht, ob das damals Abitur hieß, aber sozusagen kurz vor seinem Abschluss kennengelernt, und das ist keine Besonderheit. Der Marxismus um die Jahrhundertwende in Italien war eine breit rezipierte, aber akademisch rezipierte Theorie, und sie wurde als eine Theorie der Modernisierung der gesellschaftlichen Entwicklung gelesen. Überhaupt nicht revolutionär. Die Revolutionäre, die es damals in Italien gab, dazu zählt auch ein gewisser Benito Mussolini noch, der war sehr links. Die Revolutionäre, die es damals gab, waren keine Marxisten. Es waren Anarchisten, es waren Syndikalisten oder es waren Leute, die aus so einer Art ethischen, moralischen Verpflichtung heraus sich gegen das Bürgertum positioniert haben. Wer Marxist war, konnte ohne Probleme im gesellschaftlich-akademischen Mainstream sich bewegen. Und deshalb war es auch nicht ungewöhnlich, dass ein junger Mann oder dass man sogar schon als Oberstufenschüler oder als Student den Marxismus kennengelernt hat, aber nicht unter revolutionären Gesichtspunkten. Du hast jetzt den Marxismus in Italien um die Jahrhundertwende beschrieben als eine Theorie, die nicht unbedingt revolutionär gewesen ist. Vielleicht kann man es als Lebensprojekt von Bordiga bezeichnen, dass er eben ja die marxistischen Gedanken eben zurückführt auf ihren revolutionären Kern. Das können wir uns vielleicht auch so ein bisschen anschauen an der politischen Sozialisierung, an seinen ersten politischen Tätigkeiten von diesem Bordiga. Er ist ja um 1910 der PSI beigetreten, also der Sozialistischen Partei Italiens. Und er hat früh auch für verschiedene Zeitschriften dieser Partei gearbeitet. Was hat er denn da für eine Rolle in dieser sozialistischen Partei gespielt? Es klingt fast übertrieben, aber man kann schon sagen, dass er der Begründer des revolutionären Marxismus in Italien ist. Das ist insofern übertrieben, weil es nicht um eine individuelle Heldengeschichte geht. Aber er hat tatsächlich da als Publizist und als Organisator eine herausragende Rolle gespielt. Ganz wichtig für ihn ist dieser Zwiespalt, der soziale Zwiespalt, der in Italien herrscht. Also er lebt in Neapel, einer Millionenstadt damals schon, einer hochindustrialisierten Stadt, in einem doch sehr ländlich und von extremer Armut geprägten Umfeld. Dem Süden Italiens, was sich bis heute nicht wirklich geändert hat. Und jetzt kommt man dahinter, so langsam, was es bedeutet, den Marxismus als Modernisierungstheorie zu lesen. Damals war der Mainstream, auch der linke Mainstream, der Süden muss sich entwickeln, wie der italienische Norden sich entwickelt hat. Er muss also den Weg einer industriellen Entwicklung einschlagen. Es muss eine gleichmäßige nationale Entwicklung, die dann auch zu einer nationalen Einigung führt, stattfinden. Wir wissen, dass das ja bis heute nicht gelungen ist oder dass es bis heute nicht geklappt hat. Also die ganzen Probleme der Südfrage, der italienischen Südfrage, die haben sich in diesem Jahrhundert nicht großartig geändert. Und Bordigas analytische oder erste große analytische Anstrengung ist, die Armut des italienischen Südens nicht als Überrest einer feudalen Armut, einer spätmittelalterlichen Armut zu verstehen, die also jetzt ordentlich kapitalisiert werden müsste, um dann auf ein anderes Niveau der Produktivkraftentwicklung zu kommen, sondern diese Armut ist bereits spezifisch kapitalistisch. Also er analysiert ganz früh schon, Anfang 20, in seinen ersten größeren journalistischen Beiträgen, gewissermaßen die Doppelherrschaft, die in Italien herrscht. Also einerseits die der norditalienischen industriellen Bourgeoisie und andererseits die des süditalienischen Großgrundbesitzes. Letzterer sorgt für die Produktion billiger Nahrungsmittel und natürlich auch billiger Arbeitskräfte
für den Norden. Das heißt, es gibt eben keine gleichmäßige Entwicklung. Es ist nicht so, dass die bürgerliche Gesellschaft sich dergestalt durchsetzt, dass, ich sag mal so, die Nation oder eine Nation sich auf einen einheitlichen Stand befindet und dann gibt es auch schön brav ein Proletariat und so weiter und so fort. Nein, sie ist von Anfang an auch durch große Abhängigkeit, durch extreme Armut gekennzeichnet. Und das bringt ihn so schon sehr früh auf die Idee, dass man die wirtschaftliche Entwicklung eben nicht unter diesem evolutionären Gesichtspunkt betrachten kann, sondern dass, um diese Doppelherrschaft aufzusprengen, es einer Revolution, einer sozialistischen Revolution bedarf. Also Bordiga, jemand, der sozusagen die Frage der Revolution auch entwickelt und ausführt anhand des Nord-Süd-Gefälles, das es in Italien gibt und das ja dann auch in der Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre, dann auch nochmal zum Dreh- und Angelpunkt eben von revolutionären Kämpfen wird. Wenn wir zurückkehren eben zu dieser Zeit um 1900 herum. Und wenn ich mir so eine Biografie in dieser Zeit anschaue, dann ist für mich natürlich ein Vergleichspunkt dieselbe Zeit in Deutschland, im Deutschen Kaiserreich damals und die Konflikte, die es da gegeben hat, auch innerhalb der Sozialdemokratie. Die deutsche Sozialdemokratie spaltet sich ja am Ersten Weltkrieg und eben der Frage der Zustimmung oder der Ablehnung des Krieges. Nun, wenn man sich da Italien dieselbe Zeit anschaut und auch die sozialistische Bewegung, die sozialistische Partei, dann ist das ja vielleicht eine Entwicklung, die ein anderes Vorzeichen hat, nämlich insofern, als dass Italien ja auf der anderen Seite steht, also eher auf Seiten von Frankreich, Russland, USA, kämpft in diesem Ersten Weltkrieg. Inwiefern gab es denn innerhalb der PSI trotzdem auch Diskussionen, die ja sozusagen sich mit diesem Krieg auseinandergesetzt haben und wie war Bordiga da zum Beispiel beteiligt? Das muss man auch in der Perspektive der nationalen oder des Phantasmas der prosperierenden nationalen Entwicklung sehen. Eine sehr große Enttäuschung für ihn oder ein ganz tiefer Einschnitt auch für die sozialistische Bewegung war, dass, ich drücke es mal ganz vorsichtig aus, das Saulus-Paulus-Erlebnis Mussolinis. Mussolini war der führende Repräsentant der Linken, der Linksradikalen und als der Erste Weltkrieg ausbrach, ja, das ist so, Italien war zunächst neutral, trat erst im Mai 1915 in den Krieg ein auf Seiten der deutschen Kriegsgegner, deutsch-österreichischen Kriegsgegner. Und eigentlich war die Haltung in der sozialistischen Partei, wir sind gegen den Kriegseintritt und darüber hinaus auch gegen jegliche Parteinahme für eine der beiden Kriegsmächte. Wir interpretieren also diesen Krieg konsequent als innerkapitalistischen Krieg, in dem die Arbeiterklasse nichts zu gewinnen hat. Und Mussolini nimmt innerhalb weniger Wochen, also wirklich so im Sommer zwischen Juli 1914 und Oktober eine 180-Grad-Kehrtwende wahr. Darüber gibt es, das will ich jetzt hier nicht spekulieren, da gibt es sogar, ich sag mal, ganz plausible, angeblich sogar schon bewiesene Verschwörungstheorien, dass er gewissermaßen ein Agent war, also sich hat einkaufen lassen, gerade von den Briten oder so. Das ist gar nicht mal so abwegig, ist aber auch egal. Also Mussolini nimmt eine radikale, letztendlich, wie wir ja auch dann heute wissen, radikale nationalistisch-imperialistische Kehrtwende. Die Kriegsfrage innerhalb der sozialistischen Partei ist tatsächlich immer ein bisschen unentschieden gewesen. Italien wollte sich auch schon recht früh als imperialistische Nation beweisen, die Lebensraum für ihre Bevölkerung beanspruchte und den sie natürlich in Afrika auf der anderen Seite des Mittelmeeres fand, in Libyen, in Äthiopien. Und es gab nicht wenige sozialistische Theoretiker, die das für ein legitimes Projekt gehalten haben. Im Sinne halt, Italien muss, um überhaupt eine sozialistische Perspektive zu haben, sich so bürgerlich entwickeln wie die Engländer, wie die Deutschen, wie die Franzosen. Und Bordiga gehört zu denjenigen, schon ganz früh, schon 1910, 1911, die alle diese Kriegsspekulationen, alle diese Entwicklungsphantasmen radikal von links kritisieren. Die also sicherlich jetzt nicht so elaboriert und ausgereift, überhaupt nicht so wie jetzt meinetwegen Rosa Luxemburg mit ihrer Imperialismusschrift in Deutschland, die ja aber auch eine Generation älter ist, aber die der in seinen Artikeln ganz klar dagegen Bezug nimmt und dementsprechend auch derjenige ist,
der die militanten Antikriegskräfte in der Sozialistischen Partei ab dem Sommer, ab dem Herbst 1914 zu sammeln versucht. Es ist tatsächlich bekannt, es ist tatsächlich bewiesen oder es ist nachgewiesen, dass als dann Italien in den Krieg eintritt, gerne sozialistische Kader für Fronteinsätze, für die besonders gefährlichen Fronteinsätze, sage ich mal, zwangsverpflichtet werden, also eingezogen werden sowieso in das Militär und die Leute werden dann in diesen schrecklichen Alpenschlachten verheizt. Und Bordiga nimmt auch am Krieg teil oder er wird eingezogen. Ich weiß nicht genau, welche Funktion er hatte. Ich glaube nicht, dass er an der Front war, aber das weiß ich nicht. Interessanterweise aber sind die italienischen Zensurgesetze längst nicht so streng wie jetzt meinetwegen die englischen oder die deutschen. Das heißt, es ist ihm gleichzeitig, obwohl er eingezogen ist, gleichzeitig die ganze Zeit über möglich zu publizieren und seine Antikriegsagitation zu verbreiten. Der zweite große Einschnitt oder sozusagen das Startsignal, dass aus den Trümmern der sozialistischen Bewegung, wie sie der Erste Weltkrieg, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs hinterlassen hat, etwas Neues entstehen kann, ist natürlich die Oktoberrevolution, die von ihm und seinen linksradikalen Kreisen in der Sozialistischen Partei, zu der mittlerweile auch dann ein gewisser Antonio Gramsci gehört, begeistert begrüßen. Ist es dieser Impuls, der schließlich auch dazu führt, dass auch in Italien sozusagen eine Spaltung stattfindet und eine kommunistische Partei entsteht? Wie kam es denn dazu? Denn das geschah ja ein bisschen später, als es in Deutschland geschehen ist, wenn ich es richtig im Blick habe. Ja, die Sozialistische Partei hat ja anders als die Sozialdemokratie eine weiße Weste. Sie ist eigentlich Kriegsgegnerin. Es gibt, wie ich gerade gesagt habe, diese Debatten. Aber letztendlich, also ob Kriege nicht doch irgendwie dem Wohl der Nation dienen und ob überhaupt das Wohl der Nation nicht an erster Stelle steht und so. Trotzdem ist sie anders als die Sozialdemokratie in ihrem Funktionärskörper ganz, ganz überwiegend gegen den Krieg eingestellt. Nicht unbedingt militant, also dass aus dem Krieg ein Bürgerkrieg und eine Revolution zu folgen hat, das ist die Vorstellung von Bordiga, aber doch überwiegend pazifistisch. Das heißt, es besteht 1917, 18 gar nicht so sehr wie in Deutschland, gar nicht so sehr die Notwendigkeit oder wie in Österreich abzurechnen mit der Sozialdemokratie oder mit den Sozialisten, sondern die Kreise um Bordiga, um Antonio Gramsci, der etwas andere Akzente setzt, aber trotzdem sich den Kommunisten anschließt. Diese Kreise wollen nicht spalten, sondern die Sozialistische Partei en bloc als Ganzes in die Dritte Internationale, von Lenin Anfang 1919 gegründet oder unter der Führung Lenins Anfang 1919 gegründet, überführen. Und der Bruch oder die große Enttäuschung findet tatsächlich etwas zeitverzögert im Vergleich zu Deutschland, etwas zeitverzögert statt, nämlich 1920. Das ist ein Jahr, das auch so zum Beispiel in der deutschen Rezeption der italienischen Linken sehr gerne idealisiert wird, weil es das Jahr der großen Fabrikbesetzung ist. Es gibt massenhaft in den norditalienischen Industriezentren, vor allen Dingen in Turin, massenhafte Fabrikbesetzungen, an denen sich 500.000 unmittelbar in den Betrieben beschäftigte Arbeiter, Arbeiterinnen beteiligen. Das wird von vielen, zum Beispiel von Antonio Gramsci, als Übergang in die Revolution angesehen. Das war es aber nicht. Diese Betriebsbesetzungen enden im Grunde genommen in einem, also sie enden einfach. Ja, es gibt natürlich Straßenschlachten, es gibt Scharmützel, es gibt auch Tote. Es ist aber längst nicht die Art von Bürgerkrieg, der eine revolutionäre Perspektive eröffnet. Letztendlich werden die Betriebsbesetzungen nach einigen Wochen, Monaten fallen gelassen. Und darüber entbrennt innerhalb der sozialistischen Bewegung oder dann der kommunistischen, langsam sich entwickelnden kommunistischen Bewegung eine Kontroverse. Die Haltung Bordigas ist die, dass es wenig bringt, Rätestrukturen in die Industrie einzuführen, wenn nicht gleichzeitig die politischen Machtzentren der Bourgeoisie, die Bürgermeisterämter, die Polizeipräfekturen attackiert werden. Ein reines Rätemodell, wie es zum Beispiel Antonio Gramsci damals propagiert, der in seinen journalistischen Arbeiten diese politische Dimension in diesem Jahr, zu diesem Zeit,
ziemlich ausblendet, oder ich sage es jetzt mal vereinfacht, komplett ausblendet. Ein reines Rätemodell ist keine Perspektive einer sozialistischen Revolution. Es bedarf auch die Zerstörung bürgerlicher Machtzentren. Dazu ist die Sozialistische Partei im Ganzen nicht bereit. Darüber kann man übrigens tatsächlich streiten, ob das nicht auch eine realistische Einschätzung ist von den Reformisten. Also das kann man jetzt nicht so einfach so wegwischen. Insofern eine realistische Einschätzung, weil die Frage ist, ist die Arbeiterklasse denn schon tatsächlich so stark auch auf der Straße und halt auch, naja, in einer militärischen Auseinandersetzung die Machtfrage zu stellen. Aber letztendlich führt diese Debatte und auch dieses sehr taktierende Abwarten, diese Halbherzigkeit des reformistischen Flügels der Sozialistischen Partei, dann Anfang 1921 zur Spaltung. Und also es gibt diesen Spaltungsparteitag, eigentlich ist er nicht so gedacht, in Livorno vom 15. bis zum 20. Januar 1921. Dort wird von der linksradikalen Fraktion um Bordiga, zu der auch Gramsci gehört, noch Gramsci gehört, die Machtfrage gestellt. Sie wird dahingehend beantwortet, dass die Partei sich spaltet. Die Reformisten sind zahlenmäßig in der Überzahl, das kann man sagen. Aber es ist nicht eine alles dominierende Überzahl, also nicht eine, der man sich unterwirft. Es ist also ein relativ knappes Machtverhältnis innerhalb der sozialistischen Bewegung. Und das reicht den Kommunisten, um die Spaltung herbeizuführen. Und diese Spaltung ist es eben, die dann dazu führt, dass Bordiga mit zum Begründer der Kommunistischen Partei Italiens wird. Du hast es jetzt schon angedeutet, dass es eben diesen revolutionären linksradikalen Impuls bei Bordiga gibt. Damit sind ja auch Positionen vertreten, wie dass er Parlamentarismus-Teilnahme an Wahlen abgelehnt hat, dass er sehr konsequent eben bürgerliche Institutionen als Hindernis der Revolution betrachtet hat und sie ablehnt. Und das ist ja, so scheint es mir, zunächst erstmal in der Anfangszeit der Kommunistischen Partei in Italien auch erstmal die Mehrheit innerhalb der Partei. Nun setzt auch in Italien ab 1923 eine Entwicklung ein, der kommunistischen Internationale, also das ist ja eine Entwicklung dann im größeren Maßstab, die du schon mal mit zwei Stichworten beschrieben hast, nämlich Stalinisierung der kommunistischen Parteien einerseits und andererseits heißt eben diese Stalinisierung auch eine Sozialdemokratisierung wiederum dieser Parteien. Amadeo Bordiga stellt sich gegen diese Entwicklung. Was für Konfliktlinie, welche theoretischen Positionen sind denn da mit dieser Stellung Bordigas verbunden? Ja, das beantworte ich sofort, aber dann muss man nochmal auf das Jahr 1921 zurückblicken. Für ihn ist das eine Absurdität. Man trennt sich von der Sozialistischen Partei, weil sie sich als zahnlos erwiesen hat, weil sie sich sozusagen bereit erklärt hat, weiter an der Entwicklung des bürgerlichen Staates mitzuarbeiten. Und dann soll man nur kurze Zeit später, also 3/24, in die Einheitsfront, um jetzt, muss man auf das Jahr 1921 zurückblicken, um den Faschismus abzuwehren. Das war für ihn der ja ein streng mathematisch geschulter Denker war, der von seiner Ausbildung her Brückenbauingenieur war. Und diese Art des strengen, geometrischen, auf Ableitungen basierenden Denkens, wo sich jeder Schritt aber auch sozusagen wissenschaftlich, logisch zu legitimieren hat, das war mit seiner Vorstellung überhaupt nicht zu vereinbaren. Also warum trennt man sich von der Sozialistischen Partei, wenn man zwei Jahre später, obwohl die überhaupt nicht, eher im Gegenteil von ihren Positionen abgerückt ist, wieder mit ihr gemeinsame Politik zu machen? Also er konnte darin letztendlich nur eine Unterwerfung der kommunistischen Kräfte sehen. Das alles hat mit dem Faschismus zu tun. Und der hat sicherlich auch die Fraktion um Bordiga überrascht. Denn 1921 fand nicht eine Fortsetzung der heftigen Klassenkämpfe von 1920 statt. Das war in etwa auch die Erwartung von Bordiga. Also das war vielleicht eine Generalprobe, die Fabrikbesetzungen, die nicht gut ausgegangen ist. Aber wir wissen es ja, wie wir es jetzt besser machen. Stattdessen rollt 1921 der faschistische Straßenterror in engster Kooperation mit der Bourgeoisie, die diesen italienischen Freikorps-Terror, das ist nicht großartig anders als in Deutschland,
dazu instrumentalisiert, auch die militanten Kader aus den Betrieben herauszubekommen. Und diese faschistische Offensive gewinnt binnen kürzester Zeit eine enorme Schwungkraft. Schon im Oktober 1922, also knapp 2 Jahre nach der Gründung der Kommunistischen Partei, unternimmt ja Mussolini diesen Marsch auf Rom, der ihm ja auch die Macht einbringt. Danach wird sie ihm übertragen. Und ja, es ist, auch da muss man Verständnis für aufbringen, jetzt hat das mit der Einheitsfront auf einmal einen anderen Geschmack. Ne? Denn jetzt gilt ja, das ist ja eine naheliegende Konsequenz, alle Kräfte, alle antifaschistischen Kräfte zu sammeln, um das Schlimmste zu verhindern. Also wer könnte was dagegen sagen? Und also es gibt was dagegen zu sagen, aber erstmal ist das ja das Gebot der Stunde. Genau das, also genau dagegen versucht Bodiga eine Opposition aufzubauen. Und hier liegt auch der Quell oder der Ursprung, warum Bodiga bis heute eine eher stigmatisierte oder sogar verschwiegene, in Deutschland ja auch über Jahre völlig unbekannte Figur geworden ist. Denn er gilt als, oder die späteren Stalinisten, so Leute wie Togliatti, haben ihn als einen, ich drücke es verkürzt aus, Hauptschuldigen in der Verhinderung oder in der Unterminierung einer solchen Einheitsfront ausfindig gemacht. Meint, ja, ja, er, Bodiga, ist halt bei seinen bolschewistischen Revolutionsträumen geblieben und hat halt darüber völlig vergessen, dass von hinten oder von der Seite oder von vorne bereits die faschistische Gegenrevolution läuft. Und dagegen müssen wir uns zuerst wehren. Ganz so einfach ist es in der Realität nicht. Denn die Befürchtung von Bodiga war, dass sich im Rahmen einer Einheitsfront, im Rahmen einer Volksfront letztendlich genau das gleiche Drama abspielen wird, wie zum Beispiel 1914, 1915, dass die bürgerlichen Kräfte obsiegen, dass die proletarischen sozialistischen Kräfte sich dem unterwerfen, dass sie vielleicht die unmittelbare faschistische Diktatur verhindern, aber dafür umso tiefer in der kapitalistischen verfangen sind. Es gibt im August 1922 einen Generalstreik gegen den Faschismus, der, wenn man ihn sich genauer anschaut, eine Menge Mythen, auch was die Rolle Bodigas oder seiner Fraktion angeht, zerstäubt oder auflöst. Denn die Kommunisten, die also bis Ende oder Anfang 1923 unter dem Einfluss der Fraktion von Bodiga standen, waren sehr wohl bereit, gemeinsam koordinierte Aktionen gegen die Faschisten zu unternehmen. Allerdings nicht im Rahmen einer Einheitsfront, sondern sie pochten auf ihre Eigenständigkeit. Sie waren aber bereit, ihrem damals schon existierenden klandestinen Apparat einer solchen Aktion gegen den Faschismus zur Verfügung zu stellen. Und dieser Generalstreik ist tatsächlich die erste große, machtvolle Gegendemonstration gegen den Faschismus war und zugleich die letzte, der Arbeiterklasse, zugleich auch die letzte. Der zeigte tatsächlich relativ schnell Erfolge. Es war also möglich, geeint die faschistischen Schlägertrupps, Mörderbanden zurückzudrängen. Und er wird gewissermaßen hintertrieben. Man sagt dann schnell, er wird verraten. Sagen wir es mal einfach so, er wird verraten. Er wird auf Betreiben sozialistisch, sozialdemokratisch, liberaler Kräfte frühzeitig abgebrochen. Man hat ja jetzt eine Einigung, man hat seine Macht demonstriert, man hat eine Einigung ja mit Mussolini erreicht. Und das Ergebnis dieses halben Sieges ist wenig überraschend eine vollständige Niederlage. Also dieser vorzeitig abgebrochene Generalstreik erweist sich als weitgehend demoralisierend auf die eigenen Kräfte. Er erweist sich als Pyrrhussieg. Denn Mussolini kriegt jetzt signalisiert und seine Terrorbanden kriegen signalisiert, aha, ja, wir haben einen Gegner, aber der Gegner ist bereit, vor seinem Sieg mit uns den Kompromiss zu suchen. Na, also dann können wir ja auch weiter unsere Bürgerkriegstaktik durchziehen. Und das endet dann tatsächlich in diesem Triumph mit dem Marsch auf Rom. Das heißt also, die Befürchtungen von Bodiga, was man auch immer von seiner geometrischen Strenge halten mag, was das reale Leben angeht, aber die Befürchtungen, dass sich dieses Schauspiel oder das Drama der Anpassung, der Unterwerfung, des Opportunismus und so weiter und so fort wiederholt, die sind tatsächlich eingetroffen.
Es geht also in diesen Konflikten, die es innerhalb der italienischen Arbeiterbewegung gab, einerseits um die Frage, wie gehen wir mit dem Faschismus um, der sich an der Macht befindet, wie gehen wir mit der Volksfrontstrategie um, die auch eben von Moskau zunehmend vorgegeben wird. Stalinisierung der kommunistischen Parteien und auch der kommunistischen Partei Italiens, das heißt ja aber noch mehr. Und in diesem Zusammenhang taucht ja auch ein Name wieder auf, nämlich Antonio Gramsci, der auch schon genannt worden ist. Das ist ja interessant, weil Gramsci ja heute noch auch bei linken Theoretikern und an der Akademie, das ist ein Name ist, der sehr bekannt ist und auf dessen Schriften Bezug genommen wird, während Bordiga wesentlich weniger bekannt ist als Gramsci. Was ist das für eine Konfliktlinie, die dann eben auch ja vielleicht in dieser Opposition zwischen Gramsci und Bordiga besteht? Es gibt mehrere Gramsci, muss man so sagen. Und derjenige, der an der Universität so breit rezipiert wird, ist der Eingekerkerte, der gedemütigte und geknechtete Gramsci, der in großer Not diese und auch sozusagen als Überlebenshilfe diese Gefängnishefte anlegt. Und darin sich dann diese weitgehenden Gedanken um Kultur, um auch sehr viel nationale Entwicklung, um Hegemonie und so weiter macht. Interessanterweise spielt der Politiker Gramsci und auch, ich sag mal, der Journalist Gramsci in der heutigen akademischen Rezeption überhaupt keine Rolle. Deswegen sind dann auch immer die Augen ganz groß, wenn Gramsci kritisiert wird als jemand, der sich für die Intrigen der Komintern gegen die linkskommunistischen Kräfte hergegeben hat und der vielleicht gegen seinen eigenen Willen oder gegen seine eigenen Interessen aber diese Bolschewisierung und die Unterwerfung der kommunistischen Partei forciert und herbeigeführt und forciert hat in den Jahren noch nach 1923. Bordiga wird vielleicht auch, ich glaube auch als Folge dieses halb gescheiterten Generalstreiks Anfang 1923 verhaftet. Ihm wird ein Komplott gegen den Staat unterstellt. Er kann die Sekretärsfunktion nicht mehr ausfüllen und Gramsci übernimmt das Ruder, der zu dem Zeitpunkt natürlich ein profilierter Journalist ist und auch ein führender Kader, aber politisch als eigenständiger politischer Denker überhaupt nicht aufgefallen ist. Und er lässt sich im Grunde genommen tatsächlich diese, vordergründig nennt man das Zentrismus, diese zentristische Politik einreden. Er führt sie dann auch aus. Er ist also auch daran beteiligt, da diesen Einfluss der Linksradikalen auf allen Ebenen zurückzudrängen. Das, was vielleicht, es ist ein bisschen übertrieben zu sagen, dass er damit dem Faschismus entgegengearbeitet hat, oder es wäre zu bösartig, aber er hat sicherlich oder seine Politik hat sicherlich auch zu einer weiteren Schwächung revolutionärer oder radikaler Kräfte, auch radikaler Kräfte gegen den Faschismus beigetragen. Persönlich ist das Verhältnis zwischen Bordiga und Gramsci wohl überraschenderweise gut bis sehr gut gewesen. Sie sind wohl Freunde gewesen. Es gibt die Geschichten, als Gramsci, der sich ja unter schärfster Gefängnishaft befand, dann mal einen Freigang genehmigt bekam, dass er sich dann aussuchen durfte, mit wem er sich dann treffen darf. In den frühen 30er Jahren war das, er durfte zwei, dreimal raus. Und das war Bordiga, mit dem wollte er sich treffen und mit dem wollte er sich austauschen. Und da geht es natürlich nicht, das findet ja alles unter Bewachung der Polizei statt, um irgendwelche großen politischen Debatten, sondern da geht es einfach um soziale, freundschaftliche Kontakte und die hatten sie wohl untereinander. Politisch ist das, aber sind das zwei verschiedene Welten, weil Gramsci mit seiner Vorstellung des kulturellen Einflusses, was ja dann immer so Hegemonie heißt, mit seiner Vorstellung der besonderen nationalen Entwicklung Italiens, im Grunde genommen rechtssozialistische Positionen der Jahrhundertwende wieder reaktiviert. Es gibt Dokumente aus jungsozialistischen Richtungsstreits um 1910, da spielt Bordiga schon eine Rolle. Und wenn man da die Positionen des Mainstreams liest, also was wir brauchen ist, wir brauchen Bildung, wir brauchen kulturelle Entwicklung, Italien muss als Nation heranreifen und so weiter und so fort, das sind alles Sachen, die vielleicht elaborierter, literarisch anspruchsvoller, er hatte ja dieses Talent, der Gramsci, die bei Gramsci alle später auftauchen. Es ist gar nicht so irrsinnig, wenn man sich die gesamte sozialistische Debatte in Italien anguckt, ist das Denken Gramscis
gar nicht so irre bahnbrechend, wie es dann der akademische Hype um ihn behauptet hat. Gramsci ist durch seine Gefängnishefte bekannt geworden, das hattest du auch erwähnt, und dieser Titel verweist ja darauf, dass eben diese ganze Auseinandersetzung auch vor dem Hintergrund stattfindet, dass Gramsci sich im Gefängnis befindet, und Gramsci stirbt ja 1937 auch an den Folgen seiner Haft. Wie ist es denn Bordiga dann weiter unter der Herrschaft Mussolinis ergangen? Ende 1926 werden sie alle verhaftet. Also da findet dann die vollständige oder im Laufe des Jahres 1926 die vollständige Zerschlagung des restlegalen oder viertellegalen Parteiapparates statt. Einer, der verhaftet wird, ist auch Bordiga im Herbst 1926, und er kommt zusammen mit Gramsci, es gibt sogar mittlerweile einen Film darüber, so einen halbdokumentarischen Film, auf eine dieser Verbannungsinseln im Mittelmeer. Man hat also diese Leute erstmal in die Verbannung geschickt, wo es relative Freiheiten gab. Also man konnte dort, also in einem ganz bescheidenen Maß, aber sein Leben noch selber organisieren, und Bordiga und Gramsci haben zusammen Gefängniskurse, oder nicht in der Verbannung Parteikurse abgehalten. Und da war der Clou, fast schon so eine Art britischer Clou, war, dass man jeweils die gegenteilige Position vertreten hat. Also Gramsci musste sich am Riemen reißen und so gut es ihm möglich war, die marxistische Position Bordigas wiedergeben. Und umgekehrt, Bordiga musste die eher kulturalistische Position Gramscis wiedergeben. Das war ein Mittel, ich glaube, das wird so in britischen Debattierclubs auch gerne gemacht, das ist so ein Mittel, eigentlich ein schönes Mittel, um so den Gift und die Polemik aus der Debatte zu nehmen. Ne? Man muss sich ja auf den anderen einlassen und seine Position, auch wenn man sie ablehnt, ja erstmal verstehen. Das ist so eine ganz nette oder ganz hübsche Anekdote. Und für Gramsci geht der Weg weiter dann ins Gefängnis ab 1930. Und Bordiga wird 1930, also nach knapp dreieinhalb, vier Jahren aus der Verbannung entlassen. Ihn trifft das Schicksal längst nicht so hart wie Gramsci. Der Unterschied ist aber auch der, dass Bordiga 1926 keine höhere Funktion mehr in der Partei innehat. Er ist also zu dem Zeitpunkt schon in der Partei eine isolierte Gestalt. Dementsprechend ist er auch nicht mehr so im Fokus der faschistischen Justiz und Polizei. Er steht aber de facto unter Hausarrest in Neapel. Das heißt, also er kann arbeiten, er kann seine Familie ernähren mit seinem Job, aber ihm ist nicht nur untersagt jegliche politische Tätigkeit, sondern das wär lebensgefährlich. Also er steht unter dauernder Beobachtung, seine Post wird zensiert, wenn er überhaupt welche schreiben darf. Seine Bibliothek ist konfisziert, wie sich dann später herausstellt, auch vernichtet, also eingestampft. Das heißt also, seine Isolierung setzt sich fort, und es wird sogar das Gerücht gestreut, dass er ein Überläufer sei, dass er sich also der faschistischen Polizei andient. Also das ist sozusagen die Counterinsurgency der Faschisten, dass innerhalb der Untergrundkader der KP sich das Gerücht verbreiten soll, er ist ein Überläufer. Das ist nicht der Fall gewesen. Und in diesem Zustand der Isolierung und der Überwachung und der Verstummung bleibt er bis zur Befreiung Neapels durch die amerikanischen Streitkräfte 1943-44. Wenn wir uns die Nachkriegszeit anschauen, dann finde ich es insbesondere interessant, auch darauf zu schauen, wie hat Bordiga diese zurückliegenden Ereignisse in seinen theoretischen Schriften reflektiert. Und das ist ja insofern interessant, als dass man da auch feststellen kann, wie unterschiedlich die Debatten sind, wie sie in Deutschland und zum Beispiel in Italien geführt worden sind. Und wir können so uns vielleicht auch so ein bisschen auch noch mehr dem Theoretiker Bordiga annähern. Also das ist ein Eindruck, den du auch gerne korrigieren kannst, und vielleicht spitze ich das auch einfach so ein bisschen zu. Ich habe so den Eindruck, dass in diesen Positionen von Bordiga auch nach dem Zweiten Weltkrieg und auch dem, was er in Deutschland und in dem nationalsozialistischen Herrschaftsgebiet pressiert war, dass Bordiga festhält an so einer Position, die auch für den Linkskommunismus später so typisch wird, dass man trotzdem Antifaschismus als einen der großen Gegner der Arbeiterklasse eigentlich fasst. Warum ist das so, oder wie würdest du das zusammenfassen, vielleicht meine Zuspitzung auch korrigieren? Ja, die geht ja noch viel weiter. Es ist nicht einer der großen, es ist der größte Gegner, der Antifaschismus.
Das ist sicherlich Polemik, ja. Da steckt sicherlich auch sehr viel Wut auf all die verloren gegebenen Kämpfe, die überhaupt auch dem Faschismus den Weg bereitet haben, drin. Aber das ist ja tatsächlich überliefert. Er hat gesagt, was ist die schlimmste Hinterlassenschaft des, das sind jetzt meine Worte, aber sinngemäß, was ist die schlimmste Hinterlassenschaft des Faschismus? Es ist der Antifaschismus. Ich habe mal in einer Leipziger WG auf dem Klo so einen launigen Flyer gelesen, wo so satirisch, sarkastisch mit linken Positionen so stichworthaft abgerechnet wurde. Da kamen eigentlich alle drin vor, von Antideutschen bis MLPD. Und da tauchen auch die sogenannten Bodygisten auf. Und denen wird halt vorgeworfen. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so der Mainstream, wenn man heute also so normale linke Linksradikale fragt. Da wird also den Bodygisten vorgeworfen, sie hätten den Zweiten Weltkrieg so gesehen wie den Ersten Weltkrieg. Also als reinen innerimperialistischen Konflikt, aus dem eine mehr oder weniger intakte Arbeiterklasse revolutionär gesinnt hervorgeht. Das war oder das ist tatsächlich aber falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern Bodyga war schon bewusst, dass der Zweite Weltkrieg eine ganz andere Organisation der Kräfte, der Produktivkräfte war, dass er eine viel tiefreichendere Integration der Arbeiterklasse bedeutet und dass das Ergebnis mitnichten ein auf eine Revolution wartendes Europa ist, sondern genau das Gegenteil. Es ist ein zerstörtes, ein verwüstetes und halt auch ein besetztes, also zwischen den beiden Weltmächten aufgeteiltes Europa. Es gab innerhalb linksradikaler Zirkel in Italien, nicht nur da, auch in Frankreich, in Holland, so ein bisschen die messianische Sichtweise, es wird ein zweites 1918 geben. Und es ist möglich, also der Kapitalismus hat sich im Zweiten Weltkrieg dermaßen blamiert oder dermaßen als letztendlich völlig mörderisches System erwiesen, dass jetzt nur noch die Revolution als Ausweg bleibt. Und vor dieser Vorstellung hat Bodyga immer gewarnt und meinte, nein, es wird erstmal genau das Gegenteil eintreffen. Es werden jetzt in der Nachkriegszeit die Früchte dieses Krieges und auch die Früchte des Antifaschismus geerntet. Und das ist die Integration der Arbeiterklasse, also die vollständige Auslöschung, mehr oder weniger vollständige Auslöschung der revolutionären Kader und die Integration der Arbeiterklasse in die kapitalistische Weltmaschinerie. Denn er hat die Entwicklung in der Sowjetunion seit Stalins ersten 5-Jahres-Plan als kapitalistische dechiffriert. Das heißt also, die Sowjetunion wird als ein junger und relativ schwacher im Vergleich zu den USA, aber doch kapitalistischer Staat verstanden. Und in diese Weltmaschinerie ist die Arbeiterklasse integriert. Und es bedarf einer, so die Prognose, die Hoffnung einer fundamentalen Krise, wie sie ja auch dann 1973 dann eintritt, mit aber ganz anderen Ergebnissen, um eine Erschütterung in diesem Machtgefüge zu erzeugen. Also dafür, für diesen Aspekt des Faschismus gibt es tatsächlich eine enorme Sensibilität und die finde ich auch interessant und studierenswert. Worauf du natürlich auch anspielst, denke ich mal, ist die Sichtweise auf die Vernichtung, also auf den Antisemitismus. Und da, das hat Bodyga nicht exklusiv, das teilt er, sage ich mal, mit allen Revolutionären, die überlebt haben, allen Revolutionären der ersten Jahrhunderthälfte, das ist sicherlich kein, also die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus, eine Weltanschauung, in der sich ja diese Integration auf besonders, also die Integration der Arbeiterinnen und Arbeiter auf besonders mörderische Weise ja zeigt, das ist ihm verschlossen geblieben, drücke ich mal so aus. Und das ist auch sicherlich kein, also es gibt kleinere Texte oder es gibt auch immer wieder Versuche, sich mit dem Antisemitismus auseinanderzusetzen, die auch nicht uninteressant sind, die aber nicht diese Dimension, diese ja wirklich gesellschaftsumfassende und dann auch natürlich gesellschafts-
zerstörende Dimension des Antisemitismus erfassen. Das muss man, wenn man sich mit solchen Leuten wie Bodiga, aber nicht nur, auseinandersetzt, im Blick haben. Dazu findet auch oder hat ihre politische Sozialisation unter ganz anderen Bedingungen, nämlich unter den Bedingungen einer revolutionären Arbeiterklasse stattgefunden. Man ist dieser Sozialisation auch verpflichtet. Ich finde es also auch nicht überraschend und auch nicht moralisch verwerflich, dass ihnen das verwehrt geblieben ist oder dass sie sich dem gegenüber verschlossen haben, also der Reichweite des Antisemitismus. Und das wäre dann eher, denke ich mal, Aufgabe einer reflektierten, kritischen Rezeption, wie sie ja auch schon in Ansätzen stattgefunden hat in den letzten Jahren, so diese Fehlstellen oder diese biografischen, nicht biografischen, diese Sozialisationslücken, sage ich mal, zu reflektieren. Zum theoretischen Vermächtnis von Bodiga vielleicht eine abschließende Frage. Mir scheint da besonders interessant auch nochmal zu sein der Aspekt, dass er ja den Marxismus, so fasst du das auch zusammen in einer Einführung über Bodiga, dass er den Marxismus vor allem als eine Reflexion der Niederlage begreift, also eine Reflexion auf Niederlage revolutionärer Bestrebungen. Das auch vielleicht nochmal im Hinblick auf die weitere Nachkriegszeit gefragt, was heißt es denn für Bodiga, eben so zentral von Niederlagen auszugehen? Ja, da bin ich mir mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Oder er hat das vielleicht eher auf so einer Art taktischen oder strategischen Ebene angesiedelt, diesen Satz. Ne? Der Marxismus ist weniger die Lehre der Revolution als die der Konterrevolution. Also ich will es mal so in zwei Schritten machen. Also erst zu dieser Aussage über die Konterrevolution. Dahinter steckt ja, und das war für einen Naturwissenschaftler oder für einen naturwissenschaftlich gebildeten Theoretiker wie Bodiga absolut naheliegend, dass sich in so einem, ich sag mal, gesellschaftlichen Naturereignis, wie sie eine Revolution darstellt, die Leute auch instinktiv sich richtig oder sich angemessen verhalten werden. Und tatsächlich wird das ja eigentlich durch alle Erfahrungen bis hin zu den kleinsten Protestformen ja auch gedeckt. Also wenn man jetzt, das ist nicht so weit hergeholt, wenn man jetzt auf die Gelbwesten in Frankreich schaut, das war ein Protest, der aus dem Nichts sich entwickelt hat, der keine große oder überhaupt keine Kaderorganisation voraussetzt. Die Leute haben völlig unscheinbare Leute, die vielleicht gar nicht als politische Subjekte bis dahin aufgetreten sind, haben sich instinktiv in ihren Besetzungen, in ihrem Erkennungsmerkmal mit der gelben Weste und so, den Zeitumständen richtig verhalten. Also die Leute brauchen keine Theorie, die brauchen keine Anleitung in diesem Moment des Aufstandes. Das scheint sich alles, das ist ja dieses soziale Wunder oder auch was diese Euphorie in so einem Aufstand freisetzt, das scheint sich alles von selbst zu regeln und zu fügen. Das ist ein sichtbar durchgehendes Merkmal von so Momenten des Aufstands und des Aufruhrs. Anders verhält es sich aber mit dem Rückstoß, dem Rückfluss. Meistens wird das ja so diskutiert, wir brauchen eine linke Organisation, die diesen Rückstoß oder diesen Rückfluss aufhalten wird, die Euphorie über die Dürrezeit hinüberträgt. Vielleicht eine Massenorganisation, ein Wahlbündnis, das nennt sich dann Podemos oder Syriza oder sowas halt. Oder Aufstehen. Nee, das hat ja überhaupt nicht geklappt, aber sowas in der Art. Und da ist diese Überlegung, von der Konterrevolution auszugehen, von Bodiga ganz richtig. Also er sagt, die Leute brauchen keine Belehrung, wenn sie sich anfangen zu wehren, wenn sie aufstehen, wenn sie den Klassenkampf oder die Machtfrage, wie auch immer, stellen, den Klassenkampf wagen, die Machtfrage stellen. Aber es braucht eine Organisation, die nicht diese Euphorie, die ist, die verpufft, die ist dann auch weg. Das ebbt dann auch wieder ab. Die Euphorie über die Dürre rettet, aber wir brauchen eine Organisation, die auch in Zeiten des Gegenschlags weiß, wie man marxistisch-sozialistische Positionen aufrechterhalten kann. Er hat es das kommunistische Programm genannt. Also das muss sozusagen bewahrt werden. Ja, das ist die Formel oder der heute sagt man der Algorithmus.
das muss intakt bleiben, der muss bewahrt werden. Da muss es Leute geben, die wissen, dass auch auf eine Rückstoßperiode eine neue Sammlung von Klassenkräften stattfindet. Das heißt also, der Marxismus braucht nicht so sehr eine Revolutionstheorie und auch nicht so sehr die Theorie einer Verlängerung der Revolution, wenn es zwar nicht so gut läuft, sondern, oder die sozialistische Bewegung, sondern sie braucht eben den Marxismus als eine Lehre, die auch dann noch die gesellschaftlichen Widersprüche herausarbeitet und propagandiert, proklamiert, wenn die allgemeinen Bedingungen komplett antirevolutionär sind. Also das ist sozusagen der taktisch-strategische Moment. Das andere, was, denke ich, seine große theoretische Leistung der Nachkriegszeit ist, er war damals völlig isoliert, also er blieb in seiner Isolation, er wählte sich freiwillig und er arbeitete für einen wirklich kleinen Kreis von Arbeitern, die sich in einer winzigen kommunistischen Partei da um ihn versammelten, ein sehr umfassendes Programm der kommunistischen Kritik. Und das verdankt sich, oder da ist der Satz eigentlich ein ganz simpler, dass nämlich Marx nicht das letzte Werk der bürgerlichen Ökonomie geschrieben hat, ja, sondern das erste Werk des Kommunismus. Man muss also jede marxistische oder jede von Marx erarbeitete Kategorie nicht nur als Beschreibung der Wirklichkeit, als implizite Kritik der Wirklichkeit verstehen, sondern sie verweist in einem negativen Sinne auf all das, was den Kommunismus ausmacht. Also eine Gesellschaft ohne Geld, eine Gesellschaft ohne Warentausch, eine Gesellschaft ohne betriebliche Arbeitsteilung, ohne Stadt-Land-Trennung und so weiter und so fort. Er hat es recht detailliert alles aufgeschrieben. Die wenigen impliziten oder die wenigen expliziten Stellen bei Marx, wo er sich über den Verein freier Menschen auslässt, sage ich mal, ins Explizite gewendet. Das ist das, was auf theoretischer Ebene bis heute fasziniert. Also diese, wie das mal ein Schüler von ihm bezeichnet hat, diese Leidenschaft für den Kommunismus, also diese Radikalität, mit der er den kommunistischen Charakter des marxistischen Werkes herausgestellt hat. Das ist, also ich könnte, es ist überhaupt kein Problem, ich habe das sicherlich auch häufig schon gemacht, eine Anthologie von Bodiga-Passagen und Zitaten zusammenstellen, in der er als ein wahnsinnig zeitgemäßer Kritiker der ökologischen Frage, der technologischen Frage, der politischen Frage erscheint. Das ist also unglaublich visionär, es ist überhaupt kein Problem, sich auf die entsprechenden Zitate zu stützen. Und es gibt sicherlich auch so in Frankreich, mittlerweile wohl auch in den USA, in Italien, ich sag mal so eine junge, überraschend hippe Aneignung dieses ja fast schon anarcho-ökologisch radikalen Bodigas. Das ist überhaupt kein Problem, das kann man machen. Das ist auch immer genau der Grund, dass dann immer auch hierzulande Leute dann auf seine Schriften kommen. Aber man darf sich nicht täuschen, er bleibt dieser revolutionären Lehre der Bolschewiki verpflichtet. Das alles ist eingebettet in ein doch sehr strenges Parteiprogramm, die Partei als Führerin der Diktatur des Proletariats. Und ich finde eigentlich das Faszinierende, dass diese sehr weitreichende Kritik kapitalistischer Vergesellschaftungsformen von ihm nach wie vor mit Leninismus in Verbindung gebracht wird. Darüber könnte man sehr, sehr lange streiten, ob das jetzt ein Anachronismus ist, zu dem ich auch neige. Also ich würde sagen, dass er sich letztendlich von einem Leninismus nie ganz gelöst hat. Oder ob es tatsächlich eine untergründige Beziehung zwischen einer radikalen Parteilehre und einer radikalen Gesellschaftskritik gibt. Aber das führt dann schon sehr tief hinab in den Streit der Kategorien.